Mein Name ist Lothar Weinmann, ich bin der erste ehrenamtliche Stadtrat der Stadt Friedrichsdorf. Wir sind hier im Forum der Philipp-Reiß-Schule. Hier findet heute der dritte Ausbildungstag statt, eine Initiative des örtlichen Gewerbevereines, der eine Plattform bieten soll für junge Menschen, sich zu informieren, wie es nach der Schule für sie weitergehen kann. Der Schritt von der Schule ins Berufsleben ist immer ein schwieriger, für junge Menschen mit vielen Fragen behaftet. Und dies hier nun soll eine Plattform sein, dass sich junge Menschen hierüber informieren können. Für mich ist der Ausbildungstag an der Philipp-Reiß-Schule eine gute Möglichkeit, mich über verschiedene Berufswege zu informieren, die ich vielleicht irgendwann mal einschlagen werde. Und ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass es hier so viele verschiedene Firmen aus der näheren Umgebung gibt und dass es hier auch lokal solche Möglichkeiten gibt. Wir von der Arnold AG sind froh, hier heute in der Philipp-Reiß-Schule sein zu dürfen. Wir treffen hier auf ganz viele Schüler und zukünftige Auszubildende. Wir können ihnen ganz viel zeigen über unsere Berufe rund um das Thema Metall, sowohl gewerblich-technisch als auch kaufmännisch. Ich darf die Pike Akustik GmbH und Co. KG vorstellen. Heute hier bringen wir den Schülern die klassischen Ausbildungsberufe näher, wie den Industriekaufmann, den Verfahrensmechaniker und den Fachinformatiker. Dazu haben wir aber auch noch ein duales Studium anzubieten in Informatik und Elektrotechnik. Als größter Arbeitgeber hier in Friedrichsdorf ist die Firma Pike immer auf der Suche nach hochqualifizierten Fachkräften. Der Ausbildungstag hier in der Philipp-Reiß-Schule hilft uns dabei, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt quasi aus der Nachbarschaft anzusprechen. Hallo, mein Name ist Sven Steutner. Ich bin Ausbilder bei der Firma Spang & Brandt Kunststofftechnik für die Medizin. Ich finde, dass dieser Ausbildungstag jedes Jahr stattfinden sollte, da er Orientierung für die Auszubildenden bringt und wir als Firma uns darstellen können. Wir haben letztes Jahr über diese Ausbildungsmesse einen Auszubildenden rekrutiert. Mein Name ist Gerald Weil vom Autohaus Weil in Friedrichsdorf. Wir sind jetzt schon das dritte Mal mit hier in Friedrichsdorf dabei, bei dieser Ausbildungsmesse, um den zukünftigen Auszubildenden und Bewerbern zu zeigen, wie sich unser Ausbildungsberuf verändert hat, welche Möglichkeiten wir im Kfz-Gewerbe haben und zeigen, wie sich der Beruf letztendlich verändert hat in den ganzen Facetten.